Hey Leute, ich bin's mal wieder, Conny, und heute zeige ich euch, was die besten Gamepässe in Pet Simulator 99 sind. Wir schauen uns alle Gamepässe an und ich erkläre euch einfach, was die Gamepässe machen, ob sie sich lohnen, für wen sie sich lohnen und warum ich mir jeden einzelnen Gamepass kaufen werde. Na, mal gucken. Vielleicht gibt's auch Gamepässe, die ich mir nicht kaufen werde, aber ich habe mir ja schon einige Gamepässe gekauft, wie ihr wisst. Zuallererst natürlich die VIP-Rewards hier claimen, weil das ist der erste Gamepass, über den wir reden werden, der VIP-Gamepass. In Pet Simulator X hat sich der VIP Game Pass überhaupt nicht gelohnt. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die meinen, ja, ein bisschen hat er sich vielleicht gelohnt. Nein, eigentlich nicht wirklich. Man hat ein paar Gems bekommen, die waren lächerlich wegen der Inflation der Gems. Hat es sich überhaupt nicht gelohnt, den VIP Game Pass zu holen. Ich persönlich hatte auf meinem Hauptaccount noch nie den VIP Game Pass und gemerkt habe ich es nicht, dass ich ihn nicht hatte. In diesem Spiel hier aber, in Pet Simulator 99, ist das eine ganz andere Geschichte. Der VIP Game Pass gibt einem Zugriff auf diese VIP Area hier, die in Pet Simulator X wack war. Aber hier stehe ich einfach hier und farme Gems und farme Gems und farme Gems. Ich muss ja nicht mal was dafür machen. Meine Pets müssen ja einfach nur mit mir hier in der Area sein. Und ich farme automatisch Gems. Und gar nicht mal so wenig. Jetzt habe ich 217 Gems zusammenbekommen in der kurzen Zeit und ich habe nichts drin. Ich habe keine Boosts drin, ich habe keine Enchantments drin, die mir mehr Diamonds bringen. Ich habe keine Items aktiv, gar nichts. Trotzdem habe ich jetzt 340 Gems zusammenbekommen in den paar Sekunden, die ich jetzt diese Sätze hier gesagt habe. Und alleine deswegen sage ich schon, VIP Game Pass lohnt sich. Das Weitere ist es natürlich hier die VIP Rewards, die kann man sich alle 6 Stunden abholen. Auch sehr cool, weil Reward-Kisten kann man nicht genug haben. In diesem Spiel lohnen sich Rewards. Das ist so schön gemacht, in Pet Simulator 99 lohnen sich alle Rewards. Weil egal was man für Rewards bekommt, es sind immer irgendwelche Items drin. Selbst wenn das schlechte Items sind, kann man sie am Ende verbessern, damit es bessere Items sind. Aus so ein paar Damage 1 Potions kann man dann Damage 2 Potions machen, aus denen man Damage 3 Potions machen kann, aus denen man Damage 4 Potions machen kann, aus denen man Damage 5 Potions machen kann, die 35 Minuten lang 75% mehr Damage machen. Das lohnt sich richtig, selbst kleine Sachen als Belohnung zu bekommen. Hier auf der Webseite können wir mal in den Shop gehen und sehen da den VIP Game Pass für 400 Robux geowned. Und ich sage euch, dieser Game Pass lohnt sich auf jeden Fall. Der ist ein absolutes Must-Have in Pet Simulator 99. Es kann natürlich sein, dass mit Updates der Game Pass nicht mehr so wertvoll wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das länger dauern wird, als es bei Pet Simulator X gedauert hat auf jeden Fall. Jetzt am Anfang lohnt sich der VIP Game Pass so sehr. Ich habe 317.000 Gems und die hätte ich jetzt nicht, wenn ich nicht für ein paar Stunden gerade eben in der VIP-Area gefarmt hätte. Und das sind ja nur so wenig Gems, weil ich mir die ganze Zeit Pet-Slots kaufe und weil ich Gems in meinen Clan reinpacke, der jetzt schon Level 3 ist. Ich meine hier diese Free Diamonds, 300 Diamonds schmecken auch, aber 300 Diamonds jede halbe Stunde, die 300 Diamonds macht man auch einfach mal in einer Minute in der VIP-Area. Kommen wir zu den nächsten Gamepässen und zwar Autofarm und Autotap. Autofarm und Autotap sind zwei Gamepässe, die sind für Quality of Life da. Für Leute, die dieses Spiel viel spielen, die vielleicht auch ein bisschen AFK farmen wollen, die einfach nicht die Lust haben, die ganze Zeit aktiv zu farmen, sind das nette, kleine Features, einfach nur für ein bisschen mehr Quality of Life. Mit Autofarm kann ich mich in irgendeins dieser Felder stellen, Autofarm anklicken, dann ist es grün und dann ist der Bereich gelb umrandet. Das bedeutet, meine Pets bleiben in dem Bereich und hören nicht auf, dort zu farmen, egal wo ich bin. Außer, das ist leider so, man geht in zum Beispiel diese Obby da hinten rein oder irgendeine andere Welt, dann hören die Pets leider auf zu farmen und die ganzen Drops, die hier sind, sind auch weg. Autofarm ist aber auch nicht Auto-Collect, das heißt, ihr müsst immer noch hier hin zurückkommen und den Spaß einsammeln, den die Pets erfarmt haben. Da Autofarm nur 175 Robux kostet, sage ich, wer die Robux übrig hat, kann sie gerne ausgeben, ist ein cooler Game Pass, aber kein Must-Have. Wer es haben möchte, kann es sich gönnen, wer es nicht haben möchte, braucht es nicht. Dann kommen wir zu Autotap und Autotap bin ich gespaltener Meinung. 350 Robux für einen Autoklicker sind ziemlich viel. Ihr könnt theoretisch auch einfach einen Autoklicker installieren und den dann laufen lassen. Ich habe jetzt Autotap an, drücke nicht auf meiner Maus und wenn ich über etwas rüber habe, tappt er. Das ist Autotap. Man kann in Pet Simulator 99 Drops einfach so abbauen mit der Maus, indem man raufklickt. Aber ich brauche nicht klicken, ich mache mal Autotap aus, blub. Jetzt habe ich rüber nichts passiert und wenn ich klicke, klick, 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 ist es abgebaut. Kann man so machen. Autotap ist für die faulen Leute unter uns, wenn man selber nicht klicken möchte, ist nicht wirklich ein Must-Have. Es ist aber auch wieder ein nettes Wohlfühl-Feature für Leute, die keinen Autoklicker installieren wollen, für Leute, die nicht die ganze Zeit auf der Maus rumspammen wollen und Leute, die schnell farmen wollen, weil wenn Autotap an ist die ganze Zeit, dann farmt man natürlich schneller. Dementsprechend, wer die Robux übrig hat und ein bisschen verschwenderisch drauf ist, kann sich gerne auch den Autotap Game Pass holen.
aber meine Empfehlung wäre es nicht. Die nächsten zwei Game Pässe, die ich besprechen möchte, sind plus 15 Eggs und plus 15 Pets. Plus 15 Pets kostet 375 Robux, plus 15 Eggs kostet 625 Robux. Und das hat auch einen Grund, weil plus 15 Pets ist gar nicht so super viel, weil Pets equipped sind ja theoretisch hier bis zu 99 möglich. Aber die letzten 15 Slots, bis man die 99 hat, die sind für den Game Pass reserviert. Das heißt, Free-to-Play kriegt man nicht 99 Pets equipped, sondern nur 74 Pets equipped. Ist es so schlimm? Ich denke nicht. Ich habe hier diese ganzen Slots auch nicht aufgefüllt, weil es halt super teuer ist, irgendwann diese Pets equipped Slots zu kaufen mit Gems. Und ich möchte ja auch ein paar Gems in den Clan stecken. Ich habe 54 Pets equipped mit dem Game Pass aktuell. Weil ich ihn mir gekauft habe im Stream, am Anfang gab er mir natürlich einen Boost nach vorne, weil ich mehr Pets equipped hatte, konnte ich direkt schneller farmen. Aber langfristig ist es nicht so ein wichtiger Game Pass. Für 375 Robux ist es aber noch relativ preiswert im Vergleich zu Pet Simulator Preisen natürlich. Dementsprechend würde ich ihn im Mittelfeld platzieren. Man kriegt halt schneller ein paar mehr Pets equipped. Wer es braucht, um schneller zu farmen, kann es gerne machen. Wer es nicht braucht, braucht es nicht. Aber dann kommen wir zu Eggs. Ich hole mir natürlich vorher die Tränke in der Maschine. Nie vergessen, die Tränke abzuholen. Kostet fast nichts und man kann sie immer upgraden. Lohnt sich mega. In der Eggmaschine ist es genauso. Man kann bis zu 99 Eggs auf einmal hatchen. Die letzten 15 Eggs sind aber für den Game Pass reserviert. Den Game Pass habe ich gekauft, das heißt 15 Eggs kann ich sowieso hatchen. Hier unten könnte ich theoretisch noch mehr machen. Komm, die paar gebe ich auch aus, die paar Gems. Ist in Ordnung. Guck mal, hier ist sogar plus 2 Egg. Plus 2 Egg interessanterweise. Solange es nur plus 2 ist, mache ich das. Hier sogar plus 3 Egg. Machen wir. Und dann kostet es nur noch 26.000. Jetzt habe ich eine Menge Gems ausgegeben. Aber ich habe es gemacht, weil früher oder später möchte ich das. Wenn ihr im Late Game seid, dann lohnt sich auf jeden Fall das Eggs-Hatchen-Ding. Dementsprechend kostet das Ding auch viel mehr Robux. Es kostet 625 Robux, wo ich das hier gerade aufnehme. Und sorgt natürlich dafür, dass wenn ihr hier an einem Egg seid, dass ihr mehr Eggs auf einmal öffnen könnt. Ich kann jetzt 49 Eggs auf einmal öffnen. Mit einem einzigen Hatch. Bap, bap, bap. Und damit hatcht man natürlich super viel schneller Pets. Das ist ein Game Pass, der lohnt sich vor allem für Leute, die im Late Game sind. Leute, die ihre Pets-Teams optimieren wollen, die besten Pets haben wollen und die seltensten Pets haben wollen. Da lohnt es sich natürlich, viele Eggs auf einmal zu hatchen, weil je mehr man auf einmal hatchen kann, desto höher sind die Chancen, dass da dann auch in kürzerer Zeit gute Pets dabei sind. Dementsprechend eigentlich ein sehr, sehr nützlicher Game Pass, aber man sollte es abwägen, weil man kann ja Free-to-Play immer noch 75 Eggs gleichzeitig hatchen. Ich habe den Game Pass jetzt und kann 49 gleichzeitig hatchen. Es ist ein Game Pass, der sich im Late-Game lohnt, wenn man dann halt auch wirklich die Robux übrig hat. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr den Game Pass kaufen wollt, dann kauft den lieber erstmal nicht. Geht mit den Free-Hatches. Und wenn ihr später dann im Late Game seid und merkt, boah, ich will mehr hatchen, ich will wirklich mehr hatchen und dann die Robux übrig habt, dann kauft ihn euch. Vorher würde ich plus 15 Eggs nicht empfehlen. Das plus 15 Pets Ding empfehle ich an sich auch nicht, wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Pets, ihr habt zu wenig Stärke. Die nächsten Game Pässe wären Lucky, Ultra Lucky und Magic Eggs. Ich gehe erstmal auf Lucky und Ultra Lucky ein, denn das sind beides auch wieder Late Game Game Pässe. Late Game Game Pässe, weil wenn ihr das Spiel soweit es geht halt durchgespielt habt, ganz viele Coins habt, dann wollt ihr natürlich, wie gesagt, hier stehen und nicht immer nur diese blöden Ninja Turtles hatchen, sondern auch mal hier diese Cyborg Dominusse hatchen. Cyborg Dominus zu hatchen ist gar nicht mal so leicht. Ihr seht, ich habe auch noch keinen gehatcht. Ich habe zwar einen in Rainbow, aber der wurde erfused und nicht gehatcht. Mit den Lucky und den Ultra Lucky Game Pass habt ihr höhere Chancen, die zu hatchen. Es ist aber trotzdem nicht garantiert. Ihr solltet natürlich, wenn ihr auf Luck gehen wollt, natürlich auch immer beim Hatchen eure Tränke reinhauen, die euch mehr Luck geben. Dann vielleicht noch Items reinhauen, die euch mehr Luck geben. Und eure Enchants reinhauen, die euch mehr Luck geben beim Hatchen. Nur so optimiert ihr wirklich eure Chancen, gute Pets zu bekommen. Und wenn ihr dann immer noch das Gefühl habt, ihr hatcht nicht genug, dann könnt ihr euch Lucky und Ultra Lucky kaufen. Erfahrungsgemäß macht Lucky gar nicht so einen großen Unterschied, aber es gehört halt dazu, es deckt sich mit Ultra Lucky. Das heißt, Ultra Lucky alleine bringt nicht so viel wie Ultra Lucky und Lucky zusammen. Wenn ihr dann nochmal mega optimieren wollt und super viele Robux übrig habt, dann könnt ihr noch auf Magic Eggs gehen. Weil Magic Eggs steht hier, gibt einem eine Bonuschance, dass aus einem Ei goldene und Rainbow Pets herauskommen. Das heißt, ihr habt auch so eine Chance, dass goldene und Rainbow Pets herauskommen, aber die Chance wird nochmal erhöht. In Pet Simulator X war das ein Game Pass, der sich richtig gelohnt hat. In Pet Simulator 99 denke ich sogar, wird er sich noch mehr lohnen, weil man so viel auf einmal hatchen kann. Es ist aber halt ein teurer Game Pass, der sich im Late Game lohnt für Hardcore-Spieler, die halt sehr, 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 sehr viel hatchen. Wenn ihr nicht sehr viel hatcht, wenn ihr nicht sehr viel grindet in dem Spiel, lohnen sich Lucky, Ultra Lucky, Magic Eggs nicht. Wenn ihr aber solche Spieler seid, dann lohnt es sich.
Und dann lohnt sich natürlich auch der letzte Game Pass, der sich übrigens erst dann lohnt, wenn ihr den zweiten Rebirth habt. Und zwar den Huge Hunter Game Pass für 3250 Robux. Das ist ein Vermögen, sage ich euch. Ein Vermögen ist das. 3250 Robux sind nicht wenig. Wenn man sich Robux dafür kaufen möchte, kostet das ungefähr 30 Euro. Je nachdem, welchen Tarif man nimmt, mal mehr, mal weniger. Und ich empfehle euch, nicht diesen Game Pass zu holen, wenn ihr nicht wirklich hobbylos seid und den ganzen Tag Pet Simulator spielt und den ganzen Tag hatcht. Weil die Chance, Huge Pets zu hatchen, wird super gering sein. Und nur weil ihr so einen Huge Hunter Game Pass habt, heißt das nicht, dass ihr Huges seht. Habt ihr bisher mitbekommen, dass Leute Huges gezogen haben? Ich noch nicht, aber ich war natürlich auch bisher immer nur an Private-Servern unterwegs. Crafter ist ja auch gerade mit seiner Huge-Armee, aber er ist halt Crafter. Crafter hat die Robux. Wenn ihr super viele Robux und super viel Zeit und super viel Langeweile habt, dann könnt ihr euch gerne den Huge Hunter Game Pass holen. Ansonsten würde ich sagen, nein. Ich persönlich bin ein Roblox-YouTuber und ich muss jetzt super viel Zeit und Langeweile in dieses Spiel stecken. Dementsprechend kaufe ich mir den Huge Hunter Game Pass, um meine Chancen auf Huges zu erhöhen. Yeah! Des Weiteren gehe ich natürlich hier unten in den Shop und hole mir dann auch noch den Lucky Game Pass. Weil ich bin jetzt im Late Game angekommen. Ich komme jetzt an die Stelle, wo es anfängt, sich zu lohnen, solche Game Pässe zu holen. Yeah! Ich hole mir den Magic X Game Pass für 1200 Robux. Ich werde pleite, Leute. Ich werde pleite. Ich hatte 21.000 Robux, bevor Pet Simulator 99 released ist. Und ich gehe jetzt unter die 8.000, sehe ich gerade. Ultra Lucky kaufe ich mir. Und der letzte Game Pass, den ich mir hole, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er sich lohnt und es deswegen ausprobieren muss, ist hier am Strand. Ebene 20 war das, glaube ich, oder? Flupp, genau. Strand 20 Daycare. 625 Robux für 10 extra Daycare-Slots. Aktuell habe ich hier Pets enrolled in der Daycare, die mir ein paar tausend Gems und ein paar tausend Platinum-Bars geben. Wenn ich 10 extra Slots habe, kann ich natürlich doppelt so viele Belohnungen aus der Daycare rausholen. Das heißt, ich kann hier wieder auf Enroll gehen und dann sagen wir, packe ich einfach mal 10 weitere Ninja Turtles rein, die mir nochmal 1000 Platinum Bars geben, 3000 Bags of Coins und dann noch diese ganzen anderen Belohnungen hier. Ein Spinny Wheel Ticket, selten, wäre aber cool, wenn ich das bekomme, das wäre echt cool. Und natürlich kann man auch Belohnungen bekommen, wie Tap Teamwork, wie Happy Pets, wie Blast. Ich persönlich habe sogar schon mal Blast bekommen, zwar nicht aus der Daycare, aber aus einem dieser Automaten, die hier am Rand stehen. Das ist super cool. Ihr solltet auch auf jeden Fall hier immer Kaufmann alles kaufen, was ihr kaufen könnt, um den hoch zu leveln, weil da sind teilweise richtig seltene Sachen dabei. Wenn ihr es euch leisten könnt, holt euch alles, was ihr euch holen könnt. Es lohnt sich. Hier Free Enchants immer claimen und Free Items natürlich auch. Da ist einfach mal ein Giant Coin Jar drin. Ich für meinen Teil besitze jetzt alle Game Pässe in Pet Simulator X, habe dementsprechend halt auch super viele Robux ausgegeben. Ihr seht hier oben 8075 Robux für alle Game Pässe. Aber ich habe ja nicht nur Game Pässe ausgegeben, ich habe mir Dev Products noch und nöcher gekauft. Einfach nur, um das Spiel schnell durchzuspielen und um zu testen, ob es sich lohnt. Für den Daycare Game Pass würde ich erstmal sagen, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Aber das kann sich noch ändern mit den kommenden Updates. Weil mit kommenden Updates verändert sich das Balancing. Und es kann sein, dass die Daycare sich irgendwann dann tatsächlich lohnt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr mir zustimmt, wo ihr mir nicht zustimmt. Welcher Game Pass sich für euch am meisten lohnt. Oder ob ihr der Meinung seid, Game Pass holt ihr euch gar nicht. Free-to-Play ist viel besser. Und Preston kriegt sowieso schon genug Geld, weil das stimmt halt auch. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Klickt gerne auf das Video, das euch hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!